Ja, also so sieht das aus, wenn ich im Büro sitze. Häufig lese ich irgendwas oder sitze vor dem Rechner, vor dem Monitor. Ich bin Analyst. Endlager ist durch Deduktion entstanden. Also alles, was nicht unbedingt notwendig ist, weglassen. Es hat 13 Jahre gedauert, die Endlagerplanung DBHD vollständig und tragfähig zu machen. Wir haben jetzt die Lösung für ein 79 Jahre altes Bauproblem, das weltweit bisher noch nicht wirklich gelöst werden konnte. Wir haben sie jetzt. DBHD. Deep Big Hole Disposal. Der Kern des Endlagers ist ein 1 Kilogramm Inventarbehälter. Wenn man nur 1 Kilogramm Inventar einfüllen kann, dann ist dieser Behälter immer und ewig unterkritisch, bei jedem Druck und bei jeder Temperatur. Natürlich braucht es auch ein Schachtbergwerk, um ihn in eine Tiefe zu bringen, in der Salz schon eine gewisse Temperatur hat. Zusammen mit der Nachtzerfallswärme, das sind in einem DBHD ca. 22 Megawatt, hat das Salz eine Viskosität, die es dem Behälter erlaubt, langsam, und damit meine ich sehr langsam, abzusinken. Wir sprechen hier von 45.000 Jahren, die der Behälter braucht, um von 2000 Metern Tiefe auf 8000 Meter Tiefe zu sinken und dann an der Kante des Rotliegenden zu verbleiben. Der anfängliche Endlagerdurchmesser ist 22 Meter. Daraus ergeben sich 380 Quadratmeter Auslegungsfläche. Durch die kleinen Flügelchen am Behälter sinkt der Behälter unter 6, 7, 8 Grad ab und bedeckt dann eine Fläche von 2,3 Millionen Quadratmeter. Das heißt, nach 45.000 Jahren ist die Endlagerauslegung tatsächlich final erfolgt. In den ersten 500 Jahren sinkt die Einlagerung nur 14 Meter und ist nach königlichen Gesetzen rückholbar. Nun ja, natürlich gehört auch noch ein Schachtbergwerk dazu mit Wasserkühlung und luftgekühlter Baustelle, damit man eine Arbeitstemperatur im Schacht hat, die bei 16 Grad liegt. Das ist eine optimale Arbeitstemperatur. Natürlich gehören auch oberirdische Anlagen dazu. Man muss das Ganze ja anliefern. Man braucht einen Förderturm, um es zu bewegen. Man muss das Salz für den Verschluss zwischenlagern. Etc., etc. Natürlich gehört auch eine Umpackhalle dazu, wo Roboter die Kastorendeckel, drei Stück, Robotic Remote öffnen, dann die Brennstabbündel ziehen, waagerecht legen. Die werden dann unter einer Schlagschere in kleine Abschnitte abgeschert und laufen danach durch eine Schredderanlage. Nach dem Schreddern kommt noch ein Mahlen in Mühlen, um eine Körnung von 3 mm zu erreichen, um diesen 1 Kilogramm Inventarbehälter befüllen zu können. Mehr dazu an einem anderen Tag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen zweiten Advent noch. Auf Wiedersehen.